Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Impro-Kochen-Video und die Sache ist, ich habe tatsächlich, trotz dass mein letzter Wocheneinkauf schon ein ganzes Stück her ist, ich würde sogar, ja, ziemlich genau sagen, eine Woche, noch eine ganze Menge zu essen. Da die Sache ist, ich habe ein bisschen mehr als für eine Woche eingekauft, trotz dass ich so viel gekocht habe, ist irgendwie trotzdem noch einiges da und das wird jetzt praktisch, ich sag mal, eine Resteverwertung von allen frischen Sachen, die ich so noch da habe. Also frische Sachen im Sinne von Gemüse vor allem, was ich jetzt noch im Kühlschrank habe. Dann habe ich gerade aus dem Gefrierschrank Hähnchengeschnetzeltes genommen. Die Sache ist, dass wenn ich Fleisch kaufe, ich es prinzipiell erstmal einfriere, weil ich das eigentlich fast nie gezielt für irgendwann halt kaufe, sondern einfach so. Ich sehe zum Beispiel Hähnchengeschnetzeltes im Angebot, dann nehme ich es mit oder sowas in der Art, ne? Also ich kaufe eigentlich Fleisch fast nur aus dem Angebot, weil es mir dann dafür, dass ich es nicht unbedingt brauche, zu teuer ist, das zu kaufen, wenn es nicht im Angebot ist. Also da bin ich dann halt einfach so geizig, weil ich Fleisch jetzt nicht unbedingt zum Kochen brauche. Aber es ist halt nice to have, sag ich mal, ab und zu mal was mit Fleisch zu kochen. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Heute filme ich mal mit der anderen Kamera. Ihr könnt mir mal sagen, ob es im Vergleich zu dem letzten Impro-Kochen-Video der Ton besser ist. Ich weiß, dass man hier den Autofokus übelst hört, aber ich glaube, das Mikro ist besser von der Kamera. Ich habe mir noch kein extra Mikro geholt, sondern habe bis jetzt immer nur das von der Kamera genommen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob der Ton jetzt besser ist im Vergleich zu den letzten beiden Impro-Kochen-Videos, die habe ich mit der anderen Kamera gedreht. Wir gucken jetzt mal zusammen in den Kühlschrank. Das hat geknackt. Also, ich sehe jetzt hier an Gemüse schon mal zwei armselige, einsame Tomaten sowie Frühlingszwiebeln, einen gelben Paprika, huch, eine laktosefreie Schlagsahne ist auch immer gut. Ansonsten frisches Gemüse habe ich hier jetzt weiter nichts. Hier oben habe ich auf jeden Fall noch eine Gemüsezwiebel, die können wir auch verwenden. Und ich habe frischen Knoblauch. Ich würde jetzt mal, das ist eine Riesenzehe, also von daher sagen die auch. Dann haben wir schon mal das hier soweit. Ja, im Endeffekt wird es halt ein Pfanngericht, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Ich werde alles irgendwie miteinander anbraten, alles kleinwürfeln, alles zusammenhauen und am Ende dann noch eine Soße dann aus der Schlagsahne und irgendwelchen Gewürzen machen. Und das war's dann eigentlich schon. Ich überlege, also klar, man könnte da jetzt Reis oder sowas dazu machen, aber ganz ehrlich, ich finde solche Gemüse, Fleisch, Pfannen oder zum Beispiel statt Fleisch kann man da ja auch Schupfnudeln oder naja, normale Nudeln, die man dann da einfach noch mit reinwirft und so weiter. Also alles da. Oder gewürfelten Tofu. Ich habe seit 1000 Jahren, ich glaube, seit ich in der Wohnung wohne, noch nicht einmal hier Tofu da gehabt. Das wäre auch mal eine Investition. Ja, was wollte ich sagen? Ich finde sowas eigentlich auch super, ohne noch sowas wie Reis extra gekocht oder so. Und ich würde sagen, ich lege jetzt mal los und dann werden wir zwischendrin sehen, auf was es dann im Endeffekt hinauslaufen wird. Ich glaube, ich werde erstmal alles schön klein schneiden, portionieren. Das Fleisch ist eh noch nicht ganz aufgetaut und dann geht's gleich weiter mit Anbraten.
jetzt seht ihr es auch mal in der Nahaufnahme. Es ist ganz anders geworden, als ich mir vorgestellt habe, weil ich irgendwie nicht bedacht habe, dass ich eine rote Soße mache. Ich finde, es sieht sehr lecker aus. Ich muss natürlich gleich nochmal gucken, ob ich es noch nachwürzen muss. Ich habe die Soße an sich gewürzt und gekostet und fand die eigentlich echt lecker. Ich habe jetzt allerdings, dadurch, dass dann da halt so Tomaten und alles noch bei sind und es an sich ja nicht so viel Eigengeschmack hat, also nichts praktisch gewürzt ist, außer diese Soße, jetzt auf jeden Fall mal Salz dran gemacht. Und werde das jetzt erstmal noch ein kleines bisschen köcheln lassen, damit der Paprika und die Tomaten noch weicher werden und sich das ein bisschen, naja, dass es dann halt nicht mehr so richtig wie so eine Soße ist, sondern die Flüssigkeit sich ein bisschen verflüchtigt und es dann so wirklich ein richtiges Kerngericht wird, und werde auf jeden Fall nochmal nachwürzen. Und ich habe jetzt ziemlich genau eine Stunde gebraucht. Es ist ja, also es ist gleich fertig und dann ist es eine Stunde um. Und werde es dann gleich noch verkosten und sehr gespannt, bin echt am Verhungern. Ich war heute schon laufen und hatte danach schon übelsten Hunger. War dann aber erstmal duschen und bis ich dann hier was zu essen habe, ich weiß nicht, wenn ich vom Laufen wiedergekommen bin, auf jeden Fall habe ich Hunger. Und freue mich darauf, dass ich gleich hier sowas Leckeres, Frisches zum Mittag essen kann. Werde es natürlich nicht aufessen, also das ist jetzt, glaube ich, mehr als eine Portion. Ich würde jetzt mal sagen, so zwei Portionen. Also Karl kriegt das auf jeden Fall heute Abend. Und alles, was er sozusagen übrig lässt, esse ich heute Abend dann auch noch. Genau, also dadurch, dass ich das jetzt heute Mittag schon hatte. Ich denke mal, dass da noch Salz ran muss. So, ich verkoste jetzt das Essen. Es sieht sehr lecker aus. Ich kann es euch eben nochmal nahe zeigen. Ja, es sieht sehr lecker aus, es riecht sehr gut. Ich habe noch ein bisschen Salz angemacht und werde jetzt pünktlich zur Mittagszeit und habe auf die Minute genau eine Stunde gebraucht. Natürlich ein bisschen länger durch, zwischendrin Kamera umpositionieren und was weiß ich nicht alles. Aber ja, ziemlich genau eine Stunde. Und was wollte ich jetzt sagen? Ich werde das jetzt verkosten, das wollte ich sagen. Ich bin schon richtig verwirrt, weil ich so einen Hunger habe. Es ist unfassbar warm. Also, der Paprika ist natürlich dadurch, dass er jetzt insgesamt wirklich nicht so lange drin war, noch ganz schön knusprig. Also so wie der Paprika halt ist, wenn er noch nicht zerkocht ist sozusagen. Wer das nicht so mag, kann den Paprika eher reintun oder das Ganze noch länger kochen lassen. Die Soße schmeckt sehr gut. Man könnte wahrscheinlich, wenn man jetzt nicht unbedingt... mit einem Kind, das dann isst, noch mehr Salz und Pfeffer ranmachen. Ich probiere jetzt mal noch das Fleisch. Das dürfte durch und tot sein ungefähr. Also tot im Sinne von, naja, tot gebraten. Also dass es relativ trocken ist an sich, aber genauso mag ich das Fleisch. Von daher muss das so sein. Ja, Fleisch schmeckt gut nach nicht viel. Die ganze Kombination ist sehr, sehr lecker. Ja, wenn man das zu zweit macht, dann geht es wahrscheinlich auch schneller, wenn dann einer schneidet und der andere schon mal anfängt, Zeug anzubraten. Ich glaube, meine Pfanne ist auch, dadurch, dass die so groß ist, also geht es da drin nicht so schnell. Aber es ist wirklich eine gute Methode, um Reste zu verwerten, also irgendwas, Fleisch oder Tofu. Und dann also anbraten, was weiß ich, und dann einfach noch Gemüse ran. Also, dass man dann alles an Gemüse, was man noch so findet, was man halbwegs kombinieren kann. Ich hatte zum Beispiel ein Avocado, falls ein Avocado zu Gemüse zählt, keine Ahnung, dann hätte ich die da jetzt nicht mit Nightshade rangemacht. Aber ich meine, alles, was man so zusammen kombinieren kann, kann man dann da mit ranwerfen, alles, was weg muss. Und ja, es geht dann doch recht schnell dafür, dass es so eine vielseitige, ausgewogene und vor allem gesunde Mahlzeit ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich verlinke unten drunter den Teil 1, also mein erstes Impro-Kochen, sowie mein zweites. Und außerdem mein letztes Video und mein Instagram. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was für, also in welche Richtung ich mal noch so kochen kann. Also schon, dass es noch
ich sag mal, Improvisation gegeben ist, aber mit gewissen, ich sag mal, Grundzutaten oder in irgendeine Richtung im Sinne von, was weiß ich, ich muss, soll mal was typisch Mexikanisches, keine Ahnung, mir ist jetzt nichts Zumindest eingefallen. Ihr wisst auch nicht, wie ich es meine, aber schreibt mir gerne mal ein bisschen Ideen in die Kommentare, woran ich mich mal ausprobieren sollte. Und ja, dann bis zum nächsten Video.